So, Video startet schon. Audio. 96. Das ist zu hinunterbringen. Herzlich. Nochmal? Na bitte, du wolltest starten. Herzlich willkommen zur 96. Ausgabe des Top 3 in der Kategorie Tech News bei Apple Podcasts, Techtelmechtel Österreich. Podcasts. Österreich, scheiße. Ja. Sagt es dazu, dass es Grobe stimmt. Einschränkung, ja. Ja. Ich bin wieder der. Na, der Esel kommt als erstes. Am Da anderen Alex Ende der also. Leitung ist es der Alexander. Ja. Und ich bin wieder mal der Clemens. Hallo. Hallo. Ja, wir waren Top 3 in Österreich in der K Kategorie Technik und Nachrichten oder Techniknachrichten. Tech News. Man darf schon stolz sein, ein bisschen. Ich meine, wenn es Aktuell in sind wir Deutschland gewesen 36, wäre, 35. hätte ich wirklich gesagt, wow. Ja, Deutschland war mal 180 oder so. Ja, da glaube ich, ist Top 100 für uns schon nicht schlecht. Ja, ich weiß, ja, schauen wir mal. Aber ja, ist ja wurscht. Ja, wobei, warte mal. Top 100 hast du gesagt. Top 100 wäre nicht schlecht, oder? Ja, das glaube ich, haben wir schon mal geschafft. In Deutschland glaube ich schon. Ja, das glaube ich, haben wir mal geschafft. In Brasilien sind wir eigentlich regelmäßig in den Top 200. Ja, da sprechen, glaube ich, gar nicht so wenig Leute Deutsch. Ja, natürlich. Fuck. Du Aber ich glaube nicht, dass das unser Publikum ist, also diese alten Nazis. weiß man nicht. Wir waren in Deutschland am 14. Mai auf Platz 22. Ja, das war, glaube ich, das Und war einfach nur ein Fehler. Am 20. Mai auf Platz 25 und danach waren wir bis Ende, bis 25. Mai immerhin in den Top 100. Ich glaube, das war irgendein Fehler, wo man nicht erklären kann, warum. Irgendein Fehler im System, definitiv, ja. Aber ja, das ist so. Aber immerhin, wir halten uns in Österreich schon wacker über den in den Top 40, also das ist schon einmal echt nicht schlecht. Das schaut schön aus. Das schaut schön aus, ja, das ist gut. Können wir da, hauen wir den Screenshot da mal rein, oder? Sieht man das schön, so wie das ausschaut bei uns. Also die Seher auf YouTube sehen es, das schaut wirklich gut aus. Gut. Das schaut wirklich gut aus, dann freuen wir uns. Dann würde ich sagen, legen wir gleich mit dem los, was wir können. Wir schalten wieder aus und Lass uns gut sein und lassen die Profis das machen. lassen die Profis das machen. Okay. Schön war's. Bis zum nächsten Mal in der 97. Ausgabe des Techtelmechtel Podcast. Na. So, ich darf wirklich gerne mal so eine Folge machen. Das müsste halt eigentlich lustig sein. Ja, passt. Aber die heutige ist es nicht. Na, okay. Na, wir legen los. Dafür haben wir viel zu viel Arbeit in die Sendungsvorbereitung gesteckt, als dass wir das heute machen würden. Jawohl. Bitte, fangen Fangen wir an. Okay. wir. Ja. Kennst du Tibber? Na. Tibber. Was ist das? Was tut man damit? Was kann man damit machen? Was soll man damit nicht machen? Tibber ist ein Stromanbieter, Ja. Der zusätzlich noch ein Hardware-Tool liefert, das du an deinen Smart Meter steckst, wo der aktuelle Verbrauch dann im Haus gemessen wird. Du kannst es zum Beispiel mit der Photovoltaikanlage verbinden. Also es ist also ein Smart Home Teil. Du kannst es auch mit einer Heimladestation mit dem Auto verbinden. Und je nachdem, wie viel Strom du aktuell benötigst, keine Ahnung, dein Ding ist, jeden Nachmittag um 2 Uhr wird das Auto geladen oder sowas. Das kannst du dann steuern lassen. Es sind zwei Möglichkeiten. Suchst dir den aktuell besten Tarif aus, oder du kannst dein Auto zum Beispiel dann laden oder dein Geschirrspüler dann ansteuern,
wenn gerade der Strom am Marktpreis besonders niedrig ist. Und TIBA bietet eben so eine Möglichkeit an. Also die haben halt so einen Tarif, der sich eben stündlich, minütlich, je nach Verfügbarkeit des Stroms am Markt ändert, höher wird und niedriger wird, und die bieten eben das Teil an, um das so einzubinden, dass du starke Verbraucher eben dann erst startest, wenn der Preis günstig ist. Und die sind jetzt gehackt worden, nämlich der deutsche Shop ist gehackt worden mit 50.000 Kundendaten. Ja, solange es ja nur der Shop ist. Ja, 50.000 Kundendaten. Ja, ich meine, ist jetzt eigentlich, ich klinge jetzt eh gar nicht so viel für das Produkt, was die haben. Ja, aber das ist halt ein Stromanbieter unter vielen. Also man, der Markt ist in Deutschland da relativ stark umkämpft, also von dem her. Ja, aber ist jetzt gut, ich meine, ist nach wie vor eine hohe Zahl natürlich. Man muss halt so bedenken, im Shop sind halt hauptsächlich diese Menschen betroffen, die eben dieses Gadget erkaufen, um es in Smart Home einzubinden. TIBA selbst hat in Deutschland sicher deutlich mehr Kunden. Ja, deshalb. Also dann geht's ja. Ja, dann geht's ja, dann ist ja halb so schlimm. Da ist ja halb so schlimm, Mann. Wie ist deine Adresse? Ja, also die Aussage war halt relativ, es ist halb so wild, es sind ja keine Passwörter und so weiter gestohlen worden, sondern nur Name, E-Mail-Adresse, Bestellbetrag und Adressdaten. Wobei sie ja angeben, unvollständige Adressdaten. Was das bedeutet, schwierig das zu beurteilen. Nur die Postleitzahl oder nur die Straße? Was ist ein unvollständiger Adressdatensatz? Aber ja. Das ist okay. Ja, das kann passieren. Also genaue Adressen und Passwörter sind nicht gestohlen worden. Ja, das war mal... Ich würde trotzdem mein Passwort ändern. Ja, natürlich. Es ist halt immer so das Problem, das ist halt auch quasi Start-up. Und was machen Startup am wenigsten? In die Infrastruktur, also Geld ins Marketing stecken, aber nicht in die IT-Infrastruktur. Und so kann es halt gut und gerne mal passieren. Ich bin auch mal gespannt, wann es bei irgendeiner von diesen komischen Online-Only-Banken geschieht. Ich sag da jetzt auch so, ich hab da ja auch so gratis Online-Bank. Ja, ja. Aber ich verwende eigentlich nur wirklich für, also das sind nur maximal Beträge drauf, die mir echt wurscht sein. Ich meine jetzt weniger, dass das Konto leer geräumt wird, sondern dass sie Kundendaten verlieren. Ich habe da wirklich, das ist für mich ein reines, ich verwende es eigentlich als Tool eher, wenn ich irgendwo vielleicht einmal im Ausland mehr Geld abheben müsste. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel irgendeine Online-Überweisung machen muss, dann überweise es mit Sofortüberweisung drauf und dann von da weiter. Dann nutze ich es quasi als Kreditkarte, wo ich in Rahmen auf. Ja, ist okay. Genau sowas, aber da würde ich jetzt nie. Also es geht so weit, ich würde auf den Konto, ich würde nicht einmal 1000 Euro drauf lassen. Ja, wie gesagt, ich rede jetzt weniger davon, dass dein Geld weggeräumt wird, sondern das ist ein Bankkonto, das heißt, die haben schon einmal per Gesetz mehr Daten von dir als TIBA. Ja, die haben, man sieht mal meine Adresse. Sonst haben die eigentlich eine Reisepassnummer für die Verifizierung, weil du musst die ausweisen. Das stimmt, Konto das haben sie ja, stimmt, verschreckt. Eben, ja. Sag ja. Deswegen, das ist so meine Befürchtung. Die haben noch ein bisschen mehr Daten. Aber schauen wir mal. Gut, schau mal, also TIBA ist gehackt worden, hauptsächlich deutsche Kunden betroffen und ja, ist so. Ich habe jetzt auch was Witziges, und zwar Windows Mail kann bald keine E-Mails mehr verschicken. Ja, weil Microsoft Nachricht habe ich nicht verstanden. Microsoft will, dass du auf das neue Outlook, also das heißt, das ist zwar nicht das volle Outlook, das ist irgend so eine abgespeckte Version des Outlook für Windows,
dass du auf das umsteigst und das anscheinend so unbeliebt, dass eigentlich alle Wellen das Windows-Mail haben. Microsoft geht da einen sehr interessanten Weg, statt das Outlook für Windows besser zu machen, geht man einfach her und sagt, ja, Windows-Mail kann einfach keine E-Mails mehr verschicken. Das finde ich super. Also das ist ein Ansatz, wo man denkt, okay, warum muss das dann überhaupt weg? Ja, aber das ist wieder mal ein klassischer Fall von Verschlimm besser. Error by Design. Warum Ja. soll ein Mailprogramm auf einmal keine Mails verschicken können? Ja, aber sie ist halt zwangsdeaktivieren. Naja, was sollen sie denn zwangsdeaktivieren? Ich kann zum Beispiel einen 15-jährigen Thunderbird nehmen und damit Mails verschicken. Richtig, das kannst du ja. Solange der sauber mit einem SMTP und mit einem IMAP oder POP-Server telefoniert, das ist ja kein Problem. Ja, sie werden schon. Aber Microsoft geht mit ihren komischen Outlook und ihren komischen Mail ja komplett einen anderen Weg. Deine E-Mails, egal welches Konto du hast, bei welchem E-Mail-Provider, musst du bei Microsoft hinterlegen und das läuft immer über ihre Server. Und das Ja, schalten sie genau, jetzt ab, ja. ja. Also ist es sowieso schon der Grund, den Scheiß nicht zu nutzen, weil es durch Microsoft-Infrastruktur durch muss. Und Ja, super, oder? das ist eine einzige Katastrophe. Warum müssen E-Mails über deren Server laufen? Warum? Ich verstehe es, wenn man ein komisches Unternehmen ist und der Exchange Ja, Microsoft da macht Sinn. 365 Kack-Konto hat, dann übernimmt ja Microsoft quasi ja dediziertes Hosting dafür. Aber wenn ich meine E-Mails bei Hetzner habe oder irgendeinem anderen World for Anbieter, you, World for easy You, name, ist ja wurscht. kannst genauso gut Proton Mail nehmen oder sowas. Ja. Wenn ich meine E-Mails dann trotzdem über Microsoft Server leiten muss, damit ich es in ihrem komischen Software-Tool anschauen kann, dann ist es halt natürlich Error by Design. Das schon zum einen, nur ich frage mich Mit ja, Absicht. warum muss Windows Mail abgeschalten werden, wenn es anscheinend eh so beliebt ist? Ich habe es einmal eine Zeit lang genutzt, damals noch als auf dem Gaming-PC habe ich es eingerichtet und ja, für die, wahrscheinlich wie es halt oft ist, bei den Spielen Die kriegst du schon Verifizierungs-E-Mail, ja. Verifizierungen und so weiter. Und da habe ich es halt zeitweise genutzt, angenehm zu bedienen. Es hat auch einen großen Vorteil, es wirkt relativ aufs Wesentliche reduziert, so wie Apple Ja. Mail zum Beispiel, so wie der Apple Mail Client. Das ist aufs Wesentliche reduziert. Und für das funktioniert es ganz gut, aber damals, wo sie das angekündigt haben, dass es über den Microsoft-Server läuft, habe ich es dann schnell weggetan. Ich meine, ich muss sowieso sagen, also ich habe etliche Mail-Programme durchprobiert einmal. Und ich muss sogar sagen, Thunderbird finde ich eins der besten. Kommt ganz drauf an, was man haben will. Ich finde Thunderbird jetzt per se nicht schlecht. Ich hab's ewig und 3 Jahre genutzt. Ja, vor allem, was ich cool finde, dass es einfach so Plugins gibt und das ist alles super einfach, weil wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich hätte gern später senden, ja, lade ich da Plugin runter. Ja. Super einfach. Ich finde halt Thunderbird genauso wie viele andere Software aus dem Dunstkreis etwas over the top, was die Konfigurationsmöglichkeiten angeht und ein bisschen überladen. Deswegen, ich brauche es Naja, aufs Wesentliche reduziert. du kannst ja ein Thunderbird-Templates runterladen, die total schlicht sein. Mir geht es nicht darum, mir geht es auch schon allein darum, die Settings, die Einstellungen. Man muss sich ewig lang Ja, da hat. durchhangeln, um alles zu finden. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, dieses Ding anzupassen, dass es die Ja. erschlägt. Ja, aber ich sag's so, ich finde das Wesentliche brauchst es. Da musst du eh nicht gehst ins meiste eh gar nicht rein. Weiß es nicht. Und Apple Mail hat halt auch irgendwie, ich meine, ja, es funktioniert, aber da fallen so gewisse Komfort-Features irgendwie nach wie vor. Beispiel. Ja, das allein das andere sei viel besser, dir das Spam schon gezielter rauszufiltern und das zusammen zu gruppieren und das kriegst du nie wirklich angezeigt. Ja, Also da hapert es noch ein bisschen. der Spamfilter ist schwierig, gelinde gesagt. Aber ich sag halt auch so, Spam, nicht der Mail-Client soll den Spam filtern, sondern es soll schon der Mail-Server machen.
Ich will nicht, ja, das ist, eigentlich will das ich es nicht im Client gefiltert kriegen. Nein, ich hätte es gern, aber wenn es halt wirklich durchkommt und es ist da auch noch, und man weiß halt, es ist Cam, ja, dann bitte soll es da drin auch nochmal wegmachen. Genau, genau. Das ist das, was Apple Mail bei mir macht, extrem viele False Positives. Da landen bei mir Mails im Junk, die eigentlich nicht landen sollten. Und das ist aber erst Apple, was das so einfiltert. Genau, also das, ich verwende es auch, aber ich habe auch nichts Besseres gefunden bisher. Also Thunderbird geht, das ist okay, aber ich habe Spark probiert und was weiß ich was. Also ja, ist eigentlich wurscht. Ja, es ist, ja, Microsoft Mail ist es halt nicht für mich. Ja, Microsoft Mail noch eher, also Outlook. Ja, Outlook halt nicht. Ja, sagen wir so, ich brauche kein Outlook für E-Mails empfangen. Das ist auch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Genau, ja. Wobei der Outlook, also den Exchange Outlook, den wir halt verwenden, der prinzipiell schon sehr gut funktioniert. Ja, klar, der funktioniert auch, ja. Sich auch echt sehr gut bedienen lassen. Der hat halt auch hin und wieder ein paar User Experience und Ansätze, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Vor allem hat er hin und wieder doch einmal das Leiden, dass er sogar mein M1 Pro ins Schwitzen bringt und nicht mehr reagiert. Das kann passieren, also ja. Das Outlook. Das ist einfach, das ist ein Riesenprogramm. Ja, das ist es, ja. Gut. Dann habe ich eine weitere Nachricht und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe meinen letzten Artikel nicht so genau durchgelesen. Aber Amazon hat mehrere neue Produkte vorgestellt. Unter anderem auch einen neuen TV und im Sinne von TV. Du meinst einen richtigen Fernseher. Einen richtigen Fernseher, nämlich ein Fire TV Omni. Das hatte der vorher schon angegeben. Und es hat da mehrere sogar gegeben. Ja, es hat mehrere schon gegeben, ja. Und der bringt viele interessante Sachen mit. Also erstens einmal hat er ein komplettes kein Edge-Lid, sondern wirklich einen komplett ausgeleuchteten Hintergrund mit Mini-LEDs. Mhm. Mit einer super Helligkeit und super Kontrastwerten. Aber was er halt auch mitbringt, ist das, was sie sich, das haben sie sich offensichtlich bei jetzt verwechsel ich los. Ah, okay. Ich habe jetzt Mini-LEDs gelesen und habe gedacht, dass er, weißt du, was Philips noch gehabt hat? Mit dem, was auf die Wand Ah, du meinst Ambilight. Ambilight. Ja, das Ambilight. Ah, jetzt habe ich mich komplett verlesen. Okay, Entschuldigung. Also, der hat kein Ambilight, aber es ist halt ein neuer Fernseher. Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, wie ist das bei. Hast du schon einmal so einen Fire TV Omni gesehen? Nein, ich habe noch nie einen Fire TV in Verwendung irgendwo gesehen. Also, jetzt ein Fernseher. Ja, weil was ich mir da frage, wie sind die softwaremäßig bzw. hardwaremäßig ausgestattet? Weil so Fire TV Stick ist noch 4-5 Jahre, kannst du sagen, kannst schon kübeln. Wie ist das da beim Fernseher? Beziehungsweise, wie stark ist da beim Fernseher die Software mit dem Fernseher selbst verdrahtet? Also ich glaube, die werden da das, die haben ja so eine größere TV-Boxer. Ja. Da haben sie einen stärkeren Chipper drin. Ja. Ich glaube, die werden wohl das Gleiche da einbauen. Okay. Weil der Preis ist. Der Preis ist super günstig. Für 55 ich meine, du kriegst Zoll, natürlich. $20. Du hast halt die Fire TV Oberfläche drauf, sicher. Ja, definitiv, ja. Also die hast du sicher drauf. Das heißt, du wärst wahrscheinlich in gewisser Form ein bisschen Werbung für die Amazon-Sachen kriegen. Mm. Würde ich jetzt einmal davon ausgehen. Ja, okay, ja, stimmt. Die werden jetzt nicht nur die Fire TV Stick Oberfläche haben, weil sie müssen ja die grundlegenden Fernsehfunktionen sowie
normale Fernsehnutzung ja abbilden. Genau, ja. Theoretisch müssen sie das, ja. Ja. Uff. Ja, dann lass es wieder schwierig sein vom User Interface. Weil du halt wirklich komplett auf Amazon ausgeliefert bist. Aber wenn du nur satt schauen willst. Angenommen, ja, satt das oder wird Kabel. sicher, ich glaube, das wird sicher ein eigener Punkt sein, dass in das in Channel, dass du die Quelle wechseln kannst. Genau, aber es ist trotzdem dahinter noch die Amazon-Software. Ja, das ist gut, das ist dann wahrscheinlich wurscht, aber ja. Gut, du hast bei Samsung auch immer seiner Software laufen, das ist eh wurscht. Ja, meine Idee ist eh, also jetzt letztes Jahr haben wir einen Hisense-Fernseher fürs Wohnzimmer gekauft, der macht es eh ganz gut, bis dass die Software halt jetzt schon träge wird. Warum auch immer, ich verstehe es nicht, warum Software auf einmal träge wird, das verstehe ich nicht. Die Hardware ist nicht langsamer geworden, aber die Software wird träger, keine Ahnung. Was ich halt wirklich einmal cool finden würde, wenn es wirklich einmal so einen 65 oder 70 Zoll Fernseher ohne Software drauf außerbringen. Ich will nur einen Monitor. Ja gut, der Monitor hat ja Software. Ja, aber wenn ich jetzt meinen AOC-Monitor anschaue, der hat da sehr reduzierte Software. Ja, ich meine, das würde ich mir auch wünschen, dass Monitore und Fernseher generell eine super reduzierte Software hätten. Genau, weil ich und zum Beispiel bräuchte ich, wenn ich jetzt da auf meinen Homelab auf dem Fernseher denke, ich brauche da keinen Anschluss für ein SAT-Kabel oder sowas. Mir reichen einfach ein paar HDMI-Eingänge und ein optischer Ausgang. Ja, das wird, ich meine, das wird eine Frage der Zeit werden, weil ich kann mir auch beim analogen Fernsehen nicht vorstellen, wie lang die noch tatsächlich, ich meine, analog sendet eh keiner mehr. Ja, analog, ja. Aber wie lang die wirklich noch sich das antun werden, dass du das quasi noch über SAT empfangen kannst, etc. Die werden das wahrscheinlich auch irgendwann komplett auf Internet-Streaming umstellen. Aber trotzdem hätte ich mir geht es jetzt nachher nicht nur darum, um die Software, die drauf ist, der immer wieder murksig ist, Samsung, LG, Hisense, Thomson, JVC, wie sie alle heißen, das ist eh immer einfach oft auf Crap. Das sind Hardwarehersteller und die machen Software nebenbei. Und dann ist das Ergebnis oft schlimm. Du, ich gebe da, ich sag und deswegen wünsche ich mir eben einfach nur einen 65 Zoll Monitor mit guten Eingängen, fertig. Ja, das würde sich jeder wünschen. Also das versuche mal bei so einem Samsung, LG oder wie sie alle heißen, Senderkanäle zu verändern. Ja. Da wird da schwindelig. Mir wird schwindelig bei den voreingestellten Bildverbesserungsoptionen. Weißt du, was deshalb? Eine Formel wirkt ein Film wie eine Seifenoper mit 60 Bildern die Sekunde, weil sie eine Zwischenbildberechnung drinnen haben. Ja, zum Beispiel, das ist ein Bug bei unserem Hisense-Fernseher, wenn du den ausschaltest und sofort wieder einschaltest, hast du eine Formel, eine Zwischenbildberechnung. Aha. Und die läuft dann. Die kannst du nachher nicht mehr über das System deaktivieren. Dann musst du ihn ausschalten, 5 Minuten warten, einschalten, dann geht es wieder normal. Weil die Zwischenbildberechnung habe ich global abgeschalten. Ja. Also solche Sachen oder ein hoher Kontrast. Auf einmal sind die Hautfarben im purpurrot und die strahlt die also Figur richtig an. Ja. Also es ist, das brauche ich alles nicht. Das kann ich über mein Eingabegerät auch steuern. Ja, du, das, ich weiß, keine Ahnung, was das ist. Deshalb habe ich ja noch wirklich, wenn ich Fernseh schaue, ich habe noch so eine separate Box daneben stehen. Genau. Wo die ORF-Karte und das drinnen Receiver, ist. Receiver, ja. Ja, ich habe einen klassischen Receiver, weil der ist viel einfacher in der Handhabung. Mhm. Und wenn ich sonst Smart-TV-Funktionen brauche, dann habe ich mein Apple TV oder mein Fire TV angesteckt. Ja. Und das erfüllt den Zweck. Ja, eh. Beim Fernseher tue ich nur wirklich die Quelle ändern, wenn es sein muss. Genau. Die restlichen Fernseheinstellungen interessieren mich nicht, weil das ist eh alles Lime Murks. Und wenn ich mir halt so anschaue, so ein Public Display, ein Public Display sind ja oft, ich habe ja keine TV-Funktionen, keine eigentlichen.
Wenn ich da schaue, also 70 Zoll Public Display, das günstigste kostet 8.300 Euro. Ja, soll ja so sein, oder? Also das günstigste in 4K. Also warte mal, Samsung Digital Signage Display, 55 Zoll, 867. Ah ja, schau, da habe ich jetzt auch eins, 65 Zoll. Philips 750, was war denn das noch für ein komischer Filter jetzt? Aber es stimmt eigentlich, im Verhältnis sind die schon sauteuer. Mhm. Das sind Monitore, die haben ja sogar noch einen Vorteil, die Public Displays. Die sind ja auf lange Laufzeiten ausgelegt, weil es sind ja Public Displays. Das sind normalerweise eine Fernseher, die man in die Schaufenster reinstellt, in Geschäften. Mhm. Die sind nicht so hell, damit sie eben lang laufen, aber sie sind eben hell genug. Ja, ich weiß nicht, ich bin echt beim Überlegen, mir irgendwann einmal sowas zu besorgen. Aber da sieht man halt auch, der hat auch Antennenanschluss zum Beispiel. Ja, das ist ja wurscht, den kann er ja haben. Vielleicht, das ist ja Standardpanel, der muss ja nicht einmal funktionsfähig sein. Ja, aber der hat Tissen drauf, zum Beispiel als Betriebssystem der ja, Samsung. Ja, das hat bei Samsung jeder Monitor. Ja, scheiße. Also wenn du jetzt einen Gaming-Monitor kaufst, der hat da Tizen oder Tissen oder wie das immer heißen mag drauf. Der Philips hat Android drauf, ja, schau. Also im Endeffekt bräuchte ich einen PC-Monitor mit 65 Zoll. Ja, aber der hat auch was drauf. Keine Ahnung, meine AOC haben nichts. Die neuen haben meistens was drauf. Oh. Weil die ja auch so viele Funktionen mittlerweile haben. Weil ich habe da zum Beispiel einen Dell-Monitor und das Menü, das ist echt nur ein super schlichtes Menü. Ja. Aber schön, dann hat er natürlich AMD FreeSync und die ganzen Sachen. Ja, aber ich meine mit richtiger Medien, das ist das On-Screen-Display. Genau, für die Einstellungen. Das meine ich damit. Das ist ja okay, wenn das dabei ist. Das ist super simpel, aber wenn du so neue, hochwertigere Samsung-Monitore anschaust, steht mal ein richtiges Menü. Ja, aber haben die auch noch ein WLAN und ihre Apps drauf? Ja, teilweise ja. Ja, und das will ich eben nicht. Ah, ja, das wird aber wahrscheinlich kommen, weil die wissen halt auch, dass viele Monitor und Fernseher mittlerweile kombinieren. Und dadurch kommt das halt auch da rein. Ja, aber deswegen habe ich einen Zuspieler wie ein Apple TV oder ein Fire TV ja, Stick. Du, wahrscheinlich viele andere nicht. Ich verstehe das nicht. Die produzieren komplett an mir vorbei. Ja, mir sind schon lang für nichts mehr die Zielgruppe. Ja, offensichtlich. Wir sind schon zu alt für das. Gut. Intel Sorgenkind. Ja, Intel, Intel ist mittlerweile, das geht ja so weit, da macht sich ja schon Amerika Sorgen wegen der nationalen Sicherheit für seine Halbleiter. Weil? Ja, weil das auch für, das also, da geht es ja glaube ich auch um, da geht es ja um diesen Chips Act. Ja. Das ist ja quasi, das hängt ja mit dem Militär in irgendeiner Form zusammen. Und da wird jetzt auch überlegt, was man mit Intel, weil Intel anscheinend wirklich, sagen wir mal so, ich glaube, die haben im dritten Quartal einen Nettoverlust von 16,6 Milliarden Dollar geschrieben. Da geht man sogar davon aus, ob man wahrscheinlich nicht Intel mit irgendjemandem zwangsverheiratet. Ich sehe schon, dass also, da mögliche Fusion mit Konkurrenten wie AMD oder Marvel... im Raum. Ja, also da das schlägt mittlerweile sogar, das ist sogar Thema für die Politik mittlerweile. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Naja, weil ich glaube, es ist ja das, Intel stampft ja auch seine Grafikkartensparte anscheinend ein oder wollen einstampfen. Weil Intel sagt, was ich gesagt habe. Ja, weil mir, nein, es ist zu teuer im Moment und sie sagen für die meisten reichen die quasi integrierten Grafikkarten ja vollkommen aus. Mhm. Und wäre dafür Gaming immer besser. Und ja, also das ist, also das hätte ich mir bei Intel jetzt aber vor 5 Jahren nicht gedacht. Na, das glaube ich jetzt nicht. Also dass die wirklich so in die Bredouille, dass die überhaupt in diese Bredouille
kennen oder wie sagt man jetzt dann? Kommen, kommen können. Können. Kommen können. Ja. Aber da geht man, das ist der klassische too big to fail und dann fehlt er doch. Ja, eh, aber bei, sagen wir so, bei Intel haben sie sich schon wirklich auch blöd anstellen müssen. Das definitiv. Weil Pat Gelsinger hat da, glaube ich, nicht unbedingt das beste Händchen gehabt. Sie haben jahrelang den Markt dominiert, haben eigentlich nachher nur noch stufenweise ein bisschen verbessert, während andere komplett geswitcht sind und neue Architekturen quasi sich erfunden haben, gebaut haben. Nachher kommt dann, also in dem Fall AMD mit ihren Stacked Prozessoren. Genau. Dann kommt auf einmal AMD da, Apple daher, baut selber Prozessoren. Dann kommt Qualcomm daher und baut auch auf AMD fette Prozessoren. Auf ARM, manche. Ja, auf ARM-Prozessoren. Fette genau, also ARM-Prozessoren. Nicht auf AMD. Ja, okay, auf fetten ARM-Prozessoren. Ich meine, das halte ich sowieso noch spannend. Ich bin auch gespannt, wie das AMD und Nvidia mit ARM halten werden, ob die das auch irgendwie noch zusammenkriegen. Dass da was kommt. Wieso Nvidia? Ja, Nvidia will anscheinend auch Prozessoren auf ARM-Basis produzieren. Ja, sie haben es schon einmal gemacht. Ja, genau, sie möchten es, glaube ich, auch wieder machen. Beziehungsweise sie machen sie eh, mein Tegra gibt es ja wohl. Ja, eh, das aber wir sehen natürlich jetzt, dass es halt wirklich ein massentaugliches Produkt wird. Mhm. Weil, ich meine, AMD hat ja jetzt aber den neuen Prozessor, der geht ja auch so irgendwo in der Richtung, die haben sich ja auch was abgeschaut davon, ja, von ARM. Aber sie sind ja noch immer x86. Ja, wenn man sich da jetzt vergleichen wir mal da in Intel Aktienkurs. Intel ist übrigens nicht mehr auf Nasdaq gelistet. Genau, ja, weil das versteht man. Jetzt mal da die AMD Aktie, wie sich die so entwickelt hat. Positiv. Also die AMD Aktie, zumindest laut, was ist da von 22, also 5-Jahres-Chart ist das, bewegt sich eigentlich recht gut nach oben. Intel-Aktie bewegt sich relativ abwärts. Ja, genau. Ja. Ja, das sieht man. Ja, das ist ein Nokia-Schicksal. Ich bin einmal gespannt. Die USA werden natürlich alles Mögliche versuchen, das irgendwie zu halten. Weil das ist Wichtigkeit in jeder Hinsicht, eben Militär. Sagen wir so, also chinesische Firma wird das keine kaufen dürfen. Nein, das das glaube ich, also das Gas, Mann. Das glaube ich nicht, nein. Also da bin ich mir auch sicher. Also ich glaube, davor verkaufen sie es an Europäer. Nein, das wird auch nicht passieren. Davor pumpen sie Milliarden und Billionen an Geld ein. Das kommt auch noch. Aber danach würden sie es eher nach Europa noch verkaufen. Ja, ja. Ja, also spannend. Das hätte ich mal nie gedacht, Na. Dass ich das einmal lesen werde. Na, das... Andererseits, man gönnt es eigentlich ihnen schon ein bisschen, aber halt nicht in dem Umfang, weil würde jetzt Intel wegfallen, wäre halt oder mit AMD fusionieren, was auch immer, würde das halt für x86 halt den Todesstoß bedeuten, weil dann hast du ein reines Monopol und dann ist uninteressant in jeder Hinsicht. Die Frage, das ist ja sowieso eine Frage, die ich immer stelle, wie lange wird x86 überhaupt noch leben? Da machen wir keine Sorgen. Also, was jetzt die Leistung pro Watt angeht, haben sie sich ja sehr, sehr, sehr stark gebessert. Sie sind noch nicht ganz auf dem Apple Silicon Niveau.
Aber da ist, glaube ich, noch viel, viel Luft nach oben. Also Ja. sie gehen ja jetzt alles Big Little, Das sie ist machen alles ja klar. genau das Prinzip mit energiesparenden Performance-Kernen. Ich glaube halt, irgendwann wird halt Arm da so, so viel besser sein, dass da, ich bin mir nicht sicher, ob du mit x86 noch mitkommen kannst. Weil irgendwann wird die Plattform ihren Peak erreichen. Das hat man damals schon gedacht. Das hat man vor 10 Jahren schon gedacht, dass es jetzt der Peak ist. Und es war es nicht. Also, nein, ich glaube, das ist Chip-Entwicklung. Die Strukturen werden kleiner, die Prozessoren werden effizienter, die Architekturen werden komplexer und damit schneller. Also von dem her, ich glaube, da ist da. Ist das letzte Pringle nur nicht gefuttert, Das weil letzte Pringle. da ich glaube, na, ich glaube, dass da ich glaube, die können koexistieren, also beide Architekturen. Ich bin gespannt, weil ich schätze einfach, ich mein, weil Arm, was steht, das zieht jetzt in Autos ein. Das kommt halt wirklich überall rein. Und da spielt halt x86 gar keine Rolle. Ja, für einen Moment. Ich glaube Ich aber meine, nur für einen Moment. ich weiß ja nicht, ob es dann wirklich noch eben, keine Ahnung. Also ich stelle mir es spannend Also vor, aber gerade bei Autos und bei Elektroautos ist ja, wird ja einfach darauf geachtet, dass da Effizienz. so möglichst effizient wie Klar, möglich du ist. willst ja Einfach, da du willst ja nichts. die Reichweite, du willst ja die Reichweite zum Fahren bieten und nicht Reichweite fürs. Nicht Energie fürs Entertainment-System. Ja klar, ich Und meine deswegen natürlich. sage ich ja, die Performance pro Watt ist bei zum Beispiel bei die ARM besser und bei Apple Silicon ja over the top. Ja, es ist Qual, ich meine, es ist Qualcomm ab besser. Ja, sich immer, ja, jetzt generell bei die ARM-Prozessoren, du hast die Performance pro Watt ist besser, aber die x86-Prozessoren haben in den letzten 4 Jahren so extrem aufgeholt und das sind ja keine Floschen. Also die bauen ja Nein, also ich meine, sie haben ja müssen's. Prozessoren seit 40, 50 Jahren. Nein, sie haben ja müssen, weil Ja, sonst ja. wäre es ja quasi, sonst wäre es ja hoffnungslos gewesen. Genau. Und deswegen glaube ich, da ist noch genug Luft nach oben. Und da bin ich ja schon gespannt auf die nächste AMD-Generation, wie es dann da weitergeht. Nein, nicht die nächste, sagen wir die übernächste Generation. Die nächste wird wieder so ja, so eine Zwischenstufe sein. Ja, sagen wir so, AMD macht es halt mittlerweile ja sich eher gemütlich. Na, ich glaube, bei den Prozessoren, also jetzt die aktuelle, die neue vorgestellte Generation, die hat halt schon wieder mal 10, 15% an Leistung draufgelegt. Aber es ist halt auch super, die Grafikkarten erkennt man schon. Ja, machen wir es langsam, weil verkaufen tun wir es eh. Ja, das stimmt allerdings, ja. Wobei AMD hat so halt nicht so ein leichtes Spiel gegen Nvidia. Nein, ich meine, ich glaube, das ist ihnen aber auch mittlerweile, glaub, weil Nvidia einholen wird schwer. Wenn nicht unmöglich. Wir sehen gerade, dass Intel kurz vorm Abkacken ist, also unmöglich würde ich mal gar nichts betiteln. Aber ich sag so, ich meine, im Moment sehe ich es schwierig, weil die 5er Serie von Nvidia wird schon wieder reinknallen. Ja, nein, das schon. Die haben halt den Vorteil, dass Grafikkarten eigentlich genauso funktionieren wie AI-Grafikkarten und Ja, sie sind bei das AI ist. und AI-Karten, AI-Beschleuniger und sie sind halt bei AI einfach. Ja, unerreichbar. Das heißt, sie kennen das Know-how. Sie nehmen einfach so einen AI-Beschleuniger und schreiben GeForce drauf. Ja, eben, das ist wurscht. Und das ist halt, ja, da, ich meine, es ist ja, die haben halt einfach echt einen riesen Vorsprung in dem Bereich. Also, und mein AMD, ja, baut auch keine schlechten Teile, aber ja, das, man sieht halt mittlerweile, okay, sie müssen jetzt nicht mehr, sie seien nicht mehr dieser Underdog quasi. Also sie wissen schon auch, wie es jetzt, wie man damit Geld verdient. Ja,
Und bei den Prozessoren haben sie sich da wie Phönix aus der Asche. Ja. Haben Intel einmal so ziemlich alles abgenommen in den effizientesten und den schnellsten Prozessor. Lang hat der AMD einfach nur effizientere Prozessoren gebaut, effizienter und günstiger im Vergleich zu die Intel. Ja. Und jetzt haben sie halt auch mit Abstand schnellsten für Gamer. Bei Intel war es immer so, man muss einen Prozessor ausbringen, der einfach bei den Games das Maximum rausholt. Das war für Intel immer die Trophäe, aber die hat ja mittlerweile auch AMD. Also. Richtig. Ja gut. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit bei den News, und zwar EU-Kommission hat eine Strafe gegen Meta verhängt. Schon wieder. Und die müssen jetzt knapp 800 Millionen Euro Strafe zahlen. Also Peanuts. Also Peanuts. Ja, 800 Millionen, ich weiß nicht, 800 Millionen sind, glaube ich, nicht mehr solche Peanuts. Na, es ist, sagen wir so, sie möchten es natürlich lieber nicht zahlen, aber... Aber ich glaube, die Strafe wird niemals beglichen werden. Genau wie Apple die Strafe in der EU niemals bezahlen wird. Bei Apple sind es wie viel? 12 Milliarden? 11 Milliarden? Keine Ahnung, ich weiß die Zahlen nicht. Also ja. Sie war hoch auf alle Fälle. Sie war hoch, also deutlich höher wie das. Die wird niemals beglichen werden. Schauen wir mal. Donald Trump wird schon dafür sorgen. Deswegen war ja Tim Cook ja auch vorstellig, noch vor dem Präsidentschaftswahl. Der war schon bei seiner ersten Amtszeit, aber sehr oft vorstellig. Genau, und hat gesagt, bitte, 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 lieber Donald, ich will in der EU keine Strafe zahlen. Nein, es war das, dass er von die Strafzölle ausgenommen worden. Was? Apple war bei der ersten Amtszeit von Trump. Mhm. Von die Einfuhrzölle die waren von die Zölle befreit. Das auch noch. Ja, aber weil natürlich, ich meine, klar. Und aber offensichtlich, so ist es halt durch diverse Medien gegeistert, weil Tim Cook noch vor der Wahl zum Präsidenten bei Donald Trump vorstellt und hat sich so aufgeregt über die großen Strafzahlungen, die EU verhängt, und Donald Trump soll darauf geantwortet haben, die EU wird kein amerikanisches Unternehmen verklagen können und Geld eintreiben können. Ja, ich meine, der war jetzt auch schon vor der Wahl da, also die waren alle da. Ja, eben, also von dem her, deswegen die 800 Millionen Euro, die können wir jetzt mal, sie können ja einen Eindruck machen bei der Schufa und keine Ahnung, beim Kreditorenverband bei uns und so weiter, aber... Die werden schauen. Aber bezahlt wird das halt nicht werden. Ja, sagen wir so, es wäre sowieso lustig, ich meine... Hast du übrigens mitgekriegt, wenn die Orange jetzt in seine Ministerposten gesetzt hat? Ja, ein Impfgegner und Verschwörungstheoretiker als Gesundheitsminister? Ja, Captain Brainworm ist wirklich der Beste, ja. Ja. Dann ein Nachrichtensprecher als Verteidigungsminister? Der hat das super Tattoo auf seinen Arm drauf. Was hat denn der drauf? Ich wiederhole es jetzt nicht. Kann ich selber googeln. Also, wie heißt der? Vor allem das. Er hat so einen schönen Instagram-Post dazu gemacht, wo er sein Bizeps anspannt, damit man ja dieses blöde Tattoo sieht. Ist das der Verteidigungsminister, der Fox News Moderator, oder? Genau, es ist der Fox News Moderator, genau. Pete Hexeth. Was hat er? Was hat er für Tattoo? Du wirst gleich rausfinden. Ah. Deus. Bad. Deus vult. Gott will es. Was? Was soll es heißen? Ah, und auf der Brust hat er auch noch was Interessantes. Ein Jerusalemkreuz. Mhm. Ja, aber Hakenkreuz siege Quanz. Nein, das sieht schon nicht, keine Sorge. Amerikanische Flagge mit einem Gewehr? Ja, ich meine, das ist super. Also ein Jerusalemkreuz und. Also auf alle Fälle ein ganz grandioser Typ. Also ja, das.
Also, es seien auf alle Fälle nur Profis irgendwo hingesetzt worden. Aber was die einzige Hoffnung ist? Na. Das sind alles extremste Egomanen, alle zusammen. Trump, Musk, Hexeth, das sind Ja, gut, Egoisten. ich mein, das ist ein Punkt. Nur, ich bin mir Na, einer. die werden zusammen nicht lange zurechtkommen. Ja, das, ich mein, das spricht vieles dafür. Ja. Ich meine, was natürlich jetzt ein Problem ist, ich meine, die ganzen Ministerien sind ja quasi von totale loyale Leute von ihm besetzt. Ja, noch loyal, Ja, weil es aber, genau. das sind all trotzdem alles Ja, Egomanen. ich meine, da ist die Frage, wie er das stimmt schon. Ich meine, ich bin mir auch sicher, dass Musk den Job nicht lang machen wird. Die, ich bin mir sehr sicher, dass die übers Kreuz kommen werden. Also, ich meine, ich schließe nicht aus, was Wahnsinn ist komisch. Na, Wahnsinn ist komisch, ja, aber wie gesagt, das sind alle wahnsinnig, das sind alles Egomanen. Ja, das sein sie Und alle vollkommen asozial. Ja, das ist das. Die kämen übers Kreuz. Also ich bin mir sicher, in einem Jahr oder sowas gibt's reaktiviert Musk seine Twitter-Bots und macht da einen kompletten Gegenfeldzug gegen Trump oder sowas. Also, ich meine, nein, bei Musk kann es sein, dass ihm das einfach zu blöd wird. Das wäre ja, weil, sagen wir so, den Job, was er ja jetzt hätte, der ist ja jetzt Arbeit. Ja. Weil er muss ja eigentlich was liefern. Und das, was er versprochen hat, dass er da quasi, weiß Gott, wie viel von dem Budget einspart, das ist eigentlich unmöglich. Ja. Also, ich meine, es ist schon Das ist möglich, schon möglich. leider geht Amerika definitiv vor die Hunde. Ja, definitiv, dann wird er definitiv Probleme haben mit dem amerikanischen Volk, weil das wird dann auf die Straße gehen wollen, wenn alle möglichen Leistungen Genau. zusammengestrichen werden und US amerikanische Bürger bekommen nicht viele staatliche Ja, Leistungen. nein, es ist ja so, es hat das sogar einer gesagt, der das vorher so einen ähnlichen Job da gehabt hat. Selbst wenn er alle Staatsbediensteten entlassen würde, alle, von heute auf morgen, hätte er nicht diese Einsparungen, die sie sich vorstellen. Oh. Also nicht einmal dann kriegst du das hin. Oh. Also, das heißt, das ist ein Unterfangen, was komplett unmöglich ist. Ja, aber da muss man halt die staatlichen Leistungen einsparen. Ja, klar, du kannst alles einsparen. Nur, ja, wie du es gesagt hast, ist so, das ist natürlich ein Milliardär wurscht. Ja. Aber da wird es halt auch andere geben. Also. Wenn auf einmal Schulen ganz normale klassische Grundschulen kostenpflichtig werden. Ja, das könnte witzig werden. Ich meine, manche gefällt es sicher in Amerika, das ist das Nächste, aber ja, wird dann nicht. Ja. Gut. So, ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben? AI-Pics. Seien wir schon bei den AI-Picks? Ja. Ah, ich bin jetzt noch bei Outlook und zwar, jetzt gehen wir eigentlich zum Positiven von Microsoft. Durch diese AI-Features gibt es jetzt in Outlook was relativ Cooles. Du kannst jetzt deine Hintergründe in Outlook quasi KI generieren lassen. Kannst einstellen, wie oft der das ändern soll und dann wie das gemacht werden soll. Finde ich eigentlich nett gemacht. Ist nett, das ist nur vollkommen scheiße. Es bringt da eigentlich nichts, aber Nein, eins es ist muss. vollkommen sinnlos. Es braucht kein Mensch. Das ist Nein, Bullshit. warte mal. So, aber. Was ich denn echt lassen muss, diese neuen Benutzeroberflächen oder dieses neue Design ist generell sehr schön. Ja, das haben wir schon einmal besprochen gehabt, dass Ja. das Design schön ist, Na, ja. aber jetzt einmal, klar, mir ist jetzt schon klar, die haben da jetzt super perfekte Bilder in den Hintergrund gelegt von Outlook. Ja. Das schaut aber jetzt echt schön aus. Ja, das Design ist so habe ich es halt im Outlook auch schon. Also Ja, also es das ist schaut. genauso reduziert, genauso die interessante Icon-Sprache. Also, das ist Das hat echt. das habe ich im Das ist aktuellen super. Outlook schon. Also das ist wirklich gut, das ist schön. Das ist durchdacht. Deswegen sage ich ja, der Outlook ist schön zum Anschauen. Also der professionelle, der große Outlook. Er lässt sich, er ist
auch angenehm also aufs Wesentliche reduziert. Also auch wenn du das Video angeschaut hast, die KI-Bilder da drin. Das ist super schön. Ja, das ist jetzt nichts, was mich noch großartig vom Hocker reißt. Also nein, aber sie haben da wirklich schöne Bilder, das ist das. Nein, das nein, ist echt schön. Also das sind schöne Bilder, ja, das kann die aber Stable Diffusion oder DALL-E auch. Nein, ich finde es, sie haben es generell sehr schön alles zusammen irgendwie integriert. Es ist nicht so ein Matschhaufen, ja, was da jetzt da drin ist. Also das ist echt, also ich finde die echt, das finde ich echt gut gemacht. Es ist, ja, ist schön, ist nicht schlecht. Du findest halt, ich lasse mal KI-mäßig Hintergrundbilder für mein Outlook generieren und die wechseln jede Stunde. Ist nein, halt nicht jede Stunde, du kannst die einstellen, ob Tag, Woche ja, oder zur Jahreszeit. Oder ja, eben, genau. Wie auch immer. Stunde ja, war nur ein Beispiel. Ist halt etwas, was mir bei der Nutzung von Outlook scheißegal ist. Ich will nur, dass mir das Tool nicht einfriert, nur weil ich gerade einen Termin ausschreibe. Ja, das ist was anderes, aber zumindest friert er dann ein schönes Bild ein. Ja, schön. Yes. Das ist zumindest schon besser, als wenn es schier ist. Na, das finde ich ziemlich sinnlos. Oh, okay, ja gut. Also mir hat es echt, also ich habe Outlook das Neue noch nie benutzt, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Deshalb hat mich das echt, das hat mich umgehauen. Na, also wie gesagt, das designmäßig ist das, was ich aktuell verwende, jetzt nicht hundertprozentig das, was da im Video vorgestellt worden ist, aber grundsätzlich die Struktur mit der Seitenleiste, mit den Ordner, mit den Icons, so ist es bei mir auch schon. Also das stimmt schon, wahrscheinlich kriege ich bald ja, dann den Remix da oder die neue Version. Gut, dann haben wir noch eine AI-Nachricht, und zwar hat O2 in Großbritannien eine Telefonnummer oder mehrere Telefonnummern eingerichtet, die quasi als Honeypot dienen soll für Scammer. Scammer sind ja diese fiesen Typen, die ja unbedarfte eigentlich jeden anrufen, aber am meisten Geld holen sie heraus bei den unbedarften Bürgern, die ihr dann Zugriff auf ihren Computer geben, über TeamViewer oder welche Software auch immer, ihre Bankdaten, ihr Passwort und so weiter eintippen und dann um Geld erleichtert werden. Und Scammer nutzen das ja halt aus. Und O2 in Großbritannien hat da jetzt ein Honeypot eingerichtet mit Telefonnummern, und dahinter meldet sich eine künstliche Intelligenz. Eine künstliche Intelligenz, die eine alte, gebrechliche Oma simuliert und eine naive Oma simuliert. Und das Ziel ist eigentlich, die Scammer in Gespräche zu verwickeln, sodass diese keine Zeit haben, andere Opfer rauszusuchen. Also das ist ja alles, was ich habe ja auf YouTube auch einige Channels so abonniert, ja. Wo sie so Scammer Buden ausheben oder Scammer mit eigenen Mitteln schlagen oder Scammer einfach forschen. Man soll ja die Scammer ja auch, wenn man draufkommt, dass es Scam ist, auch einfach so lang wie möglich an der Nase herumführen, damit sie eben keine anderen Opfer finden. Eben unbedarfte Opfer. Und genau damit, das wollen sie jetzt machen, die O2, durch eine nette KI, eine nette Omi, die sich jetzt mit den Scammern unterhält und freundlich versucht, denen die Zeit zu stellen. Ich finde das echt eine coole Idee. Das hätte man schon früher kennen sollen. Im verlinkten Artikel könnt ihr euch auch mal das Video anschauen, da gibt es ein paar so Beispielgespräche. Was mich sehr erschrocken hat, das hat mir wieder ins Gedächtnis gerufen, wie ungeholten und bösartig diese Scammer sind, weil die beleidigen ja durch und durch da die arme Omi. Aber ich kenne das ja von meinen YouTube-Videos, die ich so gern schaue. Ja, das habe ich recht lustig gefunden. Ja, ist echt gut gemacht. Und vor allem, es klingt auch echt gut, also echt nicht schlecht. Ja, Daisy. Also, falls ihr mal einen Anruf von Daisy bekommt, unterhaltet euch nett mit ihr. Oder ihr seid Scammer, dann schleicht euch zum Teufel. Naja, sonst ruft die Idee, glaube ich, eher nicht. Oder nein, sonst kommst du ja gar nicht zu der. Ja, stimmt, ja. Gut.
dann sind wir bei den Autonachrichten. Ja, da sind wir bei den Autonachrichten und zwar. Und zwar, wir hätten ganz etwas Grundsätzliches vergessen. Wir haben noch keine einzigen Shownotes eine kopiert. Stimmt. Ja, erzähl du mal schnell von den Autonachrichten. Ja, ich rede jetzt extra langsam, damit du das reinkopieren damit kannst. Damit die Shownotes reinkopieren kann, ja. Halt. Ja, und zwar Mercedes bringt jetzt an diesen CLA-Prototyp. Ich glaube, du brauchst nicht noch langsamer sprechen als sonst. Wir haben Hörer, okay. Die hören uns auf 1,5-facher bis 2-facher Geschwindigkeit, weil wir so einschläfernd sind. Okay, das ist gut. Also, Mercedes bringt jetzt das CLA-Prototyp. Der wird jetzt dann Realität. Zwar, das ist jetzt dann die neue Plattform von Mercedes für ihre E-Autos. Und zwar, das ist dann eine 800-Volt-Batteriearchitektur. Und damit gibt es dann auch 250 Kilowatt Charging. Dann gibt es auch das neue Betriebssystem, also Mercedes-Benz OS. Das kommt dann auch noch. Mhm. Und das heißt, das sind dann diese neuen Plattformen, das haben sie schon mal in 2022 vorgestellt. Was ich allerdings wieder nicht verstehe, dass es denn dann auch als Hybrid-Variante mit einem Verbrenner geben soll. Aber okay. Ab 2025 soll der dann produziert werden. Du verstehst nicht, dass es den als Hybrid-Variante gibt. Na, für wen? E-Autos sind tot? Genau, ja, das sage ich ja immer. Klimakatastrophe ist wurscht. Ist offiziell mit der COP 29 oder wie sie heißt, oder 24? Beendet. Also ah, das ist witzig. Nachdem wir Klimakonferenzen in Unrechtsstaaten machen, deren Haupteinnahmequelle Öl und Gas, der Verkauf von Öl und Gas ist, können wir eigentlich die ganze Sache beenden, weil wir steuern jetzt auf die 1,5 Grad zu. Die haben wir schon, also ist 1,5 wir Grad. Wir werden nicht einmal mehr die unter 2 Grad schaffen. Genau, weil das Ziel war ja, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, also 1,5 Grad über der Durchschnittstemperatur vor der industriellen Wende. Ich habe Nachrichten gelesen, dass wir die 1,5 Grad heuer knacken. Ja. Ja, Klimakonferenzen machen wir in Unrechtsstaaten. Die USA hat einen Anführer, der dem das alles scheißegal ist mittlerweile. Mittlerweile muss man fast sagen, die einzigen, die sinnvoll auf möglichst effiziente und umweltschonende Technik setzen, das sind die Chinesen, obwohl die halt nebenbei auch so sicher noch ein paar hundert Atomkraftwerke abbauen, aber besser verstrahltes Wasser und verstrahlte Luft als Feinstaub, keine Ahnung. Ich glaube, wir können die Sache erledigen. Also das ist das Kapitel, die Menschheit kämpft gegen den Klimawandel, das können wir abhaken. Hat sich erledigt. Ja, das, ja gut, mit Mr. Orange sowieso noch einmal. Ja, das ist jetzt einmal 4 Jahre, aber es ist dann für danach auch erledigt. Das schaut nicht so prosig aus, sagen wir so. Ja. Also, das war eine nette Idee, dass wir schauen, dass wir das 1,5 Grad Ziel erreichen. Du haltest, ja, das war gut, dass wir das ja irgendwo niedergeschrieben haben. Ja, und wir haben es notiert. Es war im Reminder ewig drinnen. Es ist immer wieder ausgeschoben worden. Machen wir am nächsten Tag. Erinnere mich in einer Woche, erinnere mich in einem Monat und jetzt sind wir halt mit auf erinnere mich in 50 Jahren. Genau, ja, so in die nachkommende Generation wird es danken. Wird halt keinen tangieren, der jetzt an der Macht ist, weil schon tot. Also von dem her. Ja, in gewisser Weise seien sie es ja schon. Ja. Also das kommt ja dazu bei den meisten. Also von dem her. Musk nimmt es ja auch in Kauf, dass Trump ja die Förderung für Elektroautos in den USA abschafft,
Musk sagt ja dazu sogar, ach, ihm ist es wurscht, das zerstört nur alle anderen Autohersteller in den USA. Da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Das macht nichts. Aber er ist ja ein schlauer Kerl, er wird schon wissen, was er macht. Das sagt ja jeder, dass er so ein schlauer, hochintelligenter Mensch ist. Also von dem her, vielleicht hat er ja recht und alle anderen General Motors und so weiter gehen in Konkurs und die ganzen großen Ford, General Motors, was es halt noch so gibt. Du, das macht nichts. Er riecht und Tesla schon. Verkauft weiterhin Autos, weil ich denke mir halt, wenn man aufs Klima scheißt, wird man kein E-Auto kaufen. Und ja, ich glaube, ich werde nicht so leicht werden. Aber ja, ist ja okay. Also Klimawandel können wir jetzt offiziell als erledigt betrachten. Genau, also so, das ist das, ja, das ist das eine, du hast aber eh keinen zweiten. Ja. Also Buttons seien jetzt anscheinend echt wieder Slay. Also das on Vogue. Ich habe vor kurzem eine komplette Gegend. Ach so. Ja, also Hyundai, also es ist ja so, der Hyundai Touchscreen Honeymoon is over. Weil Hyundai erkennt jetzt auch, dass Buttons im Auto eigentlich schon Vorteile haben. Na. Ja. Wow. Haptische Eingabeinstrumente haben einen Sinn? Unglaublich. Ja. Wow. Ja, nicht schlecht. Captain Obvious war die Woche fleißig. Mhm. Also, sie bauen jetzt wieder Buttons ein. Ja. Dass man grundlegende Funktionen über Buttons lösen kann, statt durch Untermenüs. Mhm, genau, ja. Schön. Also so, ich meine, ich gehe davon aus, es werden halt wichtige Funktionen sein. Ja, genau. Vielleicht Heizung. nicht im Untermenü von whatever. System, General, About, Wohligkeit, Klimaanlage, Temperatursteuerung vorne links, sondern es wird einen Button geben, um das zu machen. Ah, nicht schlecht. Wahrscheinlich. Oder für die Scheibenheizung. Ja, die ist wahrscheinlich in der About. Da muss man 10-mal draufklicken, damit man in Debug-Modus kommt, in die Developer-Options. Und dann kannst du es über die Developer-Options aktivieren. Genau. Die Dinge, ja. Okay. Also, nein, ich meine, ich sage also, es macht schon gewisse Funktionen, ja, machen im Auto schon, ja, Sinn. Ja, sicher, Button. Vollkommen. Also, das verstehe ich ja. Also, ich bin, ich mag ja diese Touchpads auf dem Lenkrad nicht. Die rein nur Touch. Nein, dass du wirklich so, weißt du, dass du wie so ein Trackpad am, ja, Lenkrad, okay, hast. Und vor allem, das ist ja nur das Witzige ist ja nur, das ist ja nicht einfach belegt, das ist ja mehrfach belegt, weil dann kannst du ja zusätzlich nur drucken und wischen, und wo ich mir denke, ja, das kommt meiner Meinung nach drauf an, wie es umgesetzt ist. Wenn es jetzt einfach, naja, nur also ein dämliches Touchpad ist, wie bei 0815 Notebook, dann ist es. Frage. Ja. Ich stelle mir da jetzt eine Sache vor. Wenn du da ein Formel 1 Lenkrad ansiehst. Ja. Siehst du auf den irgendwo ein Touchpad? Na. Warum wohl? Weil die Handschuhe tragen. Ja, richtig. Und weil der Scheiß nicht funktioniert. Ja. Ist, weil du kannst das. Das ist so umständlich zu bedienen. Ja, ich weiß, ja. Weißt, die haben, okay, was zum Drehen, ja, passt, das kriegst du hin, das geht. Das geht, ja, das haben sie ja die. Ja. Von mir aus, wenn du mehrere Button-Kombinationen drücken musst, ja, das geht auch. Aber jetzt ein Touchpad zu bedienen, dass du irgendeinen gewissen Punkt triffst, ja, das geht nicht. Na, das stimmt, ja. Nein, das finde ich auch vollkommen sinnlos. Ja. Ein Button mit einem fühlbaren Druck, wie sagt man da, Feedback, wie heißt das, Druckgefühl. Touch-Feedback oder wie nennt man das? Na, oder Force-Feedback? Ich will jetzt gar keine technische Lösung, sondern einfach nur. Du willst einen klassischen Button haben. Ich will einfach einen Knopf haben. Ich will merken, dass ich den drücke. Ganz einfach. Ja, und ich möchte also, dass der Button tatsächlich Button ist und nicht irgendein Button auf einem Monitor. Genau. Also ja. Von mir aus,
was weiß ich, und wenn es gleich 5 Buttons sein, aber dass die wichtigsten Sachen ein Button sein. Ja. Und den kann man ja von mir aus mehrfach belegen. Am Button kann man gern, wenn man kurz drauf drückt, schaltet da die Klimaanlage fürs komplette Auto ein, wenn man länger drauf bleibt, nur für vorne. Zum Beispiel. Mhm. Das ist verständlich und ja, das geht auch in sofort ins Muskelgedächtnis über, so eine einfache Doppelbelegung. Aber alles andere ist eine Katastrophe. Ja, das geht nicht, vergiss es, das wärst du, das, vor allem, weil es gibt das nicht, weißt du, du kannst da ja, das ist ja alles immer zum Fahren, das ist ja am Laptop schon, ja klar, da mache ich einen Laptop, da geht das ja alles. Mhm. Aber das Problem ist ja immer, wenn ich nebenbei nur Auto fahre. Ja. Weil da muss ich ja, das sind so, ich weiß ja nie, wer auf die Ideen wirklich gekommen ist, weil das kann ja nicht einmal finanziell sinnvoll sein. Mhm. Weil so ein Touchpad muss mehr kosten als ein blöder Button. Ja, und wenn du Force Feedback vielleicht doch dahinter hast, wie, keine Ahnung, so ein Apple Touchpad oder das Magic Trackpad, da hast du ja nachher auch noch extrem komplexe Technik dahinter. Das muss ja teurer sein als ein Knopf. Ja, vor allem, und was hier noch dazu kommt, das Ganze ist ja schön, wenn du in Kalifornien oder in Florida lebst, wo das ganze Jahr, oder in LA, wo das ganze Jahr warm ist. Ja. Jetzt nur formal bei uns, wenn es minus 5 Grad hat, da hast du 100%ig Handschuhe an. Ich habe keine Handschuhe im Auto an. Ich schon, weil mir sonst die Finger abfrieren. Ich nicht, weil mein Auto ist warm, wenn ich es aus der Garage auf die Straße stelle. Ja, das mag schon sein, aber trotzdem, das Lenkrad ist trotzdem nicht warm. Na, Handschuhe habe ich beim Auto fahren. Nicht an. Ja, ich muss, weil sonst kriege ich Neurodermitis. Das ist das Nächste. Das ist jetzt so, da reicht ein paar Grad warmes Lenkrad, ist noch zu kalt. Ja, da wären wir schon wieder bei den Gesundheitsproblemen der alternden Bevölkerung. Mhm. Ja, na, das ist deshalb, also das ist alles so schön Wettersachen. Mm, ja, sinnlos. Aber gut, dass Hyundai da vielleicht umschwenkt. Mal schauen, ob sich's andere abschauen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir seien da schon auf so einem Weg, wir seien da schon, der ist schon zu weit beschritten worden. Mm. Und weil ich glaube, gerade bei den Hyundai Ioniq 5, da habe ich irgendwo ein Video gesehen, da gibt es ja einen Button, den kannst du mit irgendeiner Funktion belegen, die du möchtest. Mm-hmm. Und ich glaube, viele belegen den Button schon so, dass du ins Home-Menü zurückkommst, weil du sonst aus Apple CarPlay oder Android Auto nicht mehr rauskommst. Weil es ist oben irgendwo eine Wischgeste sonst und du triffst es nicht. Ah. Ah, okay. Oder sehr schwer. Ja, ja. Wo du dann auch denkst, ja, okay, grandios. Also nicht einmal mehr einen Home-Button gibt es standardmäßig. Dann habe ich ja Thema verschoben, weil eigentlich habe ich auch ein K-Pick. Oder es ist jetzt nicht wirklich K, aber es ist das K-Thing von Spotify. Jetzt mache ich noch mal schnell was. Dem kopiere das schnell da rein. Ah, ich kann das Slack einmal öffnen und das reinschreiben. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Aber deine Sachen habe ich jetzt auch reinkopiert. Aber die anderen kannst du jetzt auch reinkopieren. Also, K-Thing. Ja. Und zwar, wir haben ja darüber berichtet, Techtelmechtel-Podcast berichtete, Spotify hatte dieses Car-Thing ausgebracht. Das war so ein kleiner Monitor mit einem Eingabegerät, das man über Bluetooth mit seinem Handy gepairt hat und gleichzeitig ans Autoradio noch gekoppelt hat, wo man so quasi ein größeres Display, das man im Auto dann hat, frei positionieren können. Ah, das Ding, ja, genau, okay, ja, nutzen hat können, um Spotify zu steuern. Vor, zurück, lauter, leise, Playlist. Ja, das haben wir eh schon einmal gehabt. Ja. Und wir haben das einmal besprochen gehabt und Spotify hatte das vorgestellt 2023 oder 2022 und ein Jahr später haben sie dann gesagt, ja, das rechnet sich nicht. Und jetzt gibt es da Hoffnung für alle, die das haben, nämlich es gibt jetzt auf GitHub Boot und Kernel Code und jetzt ist es quasi, weil der Prozessor, der ARM Logic, weil er halt nicht
alles so einfach zum Ansteuern ist, hat da jetzt jemand einen Quellcode veröffentlicht und jetzt gäbe es dann die Möglichkeit, dass darauf basierend Firmware-Updates bereitgestellt werden können. Also, wie soll man so, alternative ROMs, um das Ding weiter am Laufen zu halten, auch ohne Unterstützung von Spotify. Mhm. Ja. Ja, das ist schön, dass das jemand macht. Also dann ist das zumindest kein kompletter Abfall. Ja, es ist zwar schön, dass das jemand macht, prinzipiell meiner Meinung nach muss Spotify als Hardwarehersteller da in die Verantwortung gezogen werden, wenn sie so ein Produkt einfach so einstellen, dass die das offenlegen, damit jeder die Möglichkeit hat, da was anderes drauf zu installieren, weil eigentlich ist das Sondermüll. Ja, das ist richtig. Also ich meine, da bin ich bei dir und das würde ja, das würde ich mir auch für die EU vor allem wünschen, dass die mal wirklich so ein Gesetz ausbringen. Aber wir haben es ja davor schon besprochen, der Klimawandel, der existiert nicht mehr, also können wir Ressourcen verhauen, wie wir wollen. Genau, aber normal, es ist ja so, es ist ja allein schon die Frechheit gegenüber den Konsumenten, der das Ding gekauft hat. Jetzt nicht, lassen wir mal rein den Abfall weg. Du kaufst es, das wird am nächsten Tag eingestellt. Ja. Du kannst es eigentlich wegschmeißen. Weil du hast eigentlich keine Handhabe dagegen. Du kannst nichts tun. Ja. Ich meine, wenn es jetzt bei Amazon bestellt hättest, kannst du zumindest 14 Tage lang retour schicken. No? Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, das habe ich vor 2 Monaten gekauft, hast du eigentlich Pech gehabt. Ja. Das gleiche ist, wenn du irgendwas kaufst bei einem Modell, wo es, oder ist ja wurscht, ob es Auto, Kühlschrank, Waschmaschine ist, und dann sagen sie im Nachhinein, ja, die Funktion ist jetzt nicht mehr dabei, du musst jetzt eine Abo-Gebühr zahlen, ist ja eigentlich das gleiche. Mhm. Weil du hast es ja eigentlich mit einer anderen Erwartungshaltung gekauft. Genau. Es ist ein anderes Produkt dann eigentlich schon. Mhm. Und das finde ich Spotify ist gesetzlich geregelt, das ist das kann es nicht geben. Ja. Und wenn, also wenn Software essentiell ist, dass dieses Produkt überhaupt funktionsfähig ist, wie du ja gesagt hast, muss das gewährleistet sein, auch wenn du es einstellst, dass dann dieses Teil trotzdem noch weiter benutzbar ist. Da muss diese Software, entweder dass du sagst, ich kann es selber hosten, dass du sagst, ich installiere das halt auf meinen Home-Server oder auf meinem PC und kann trotzdem das Ding benutzen. Mhm. Aber ich muss irgendwas kriegen, dass das weitere, keine Ahnung, dass das einmal, solange das Ding halt haltet, benutzbar ist oder bleibt. Mhm. Und nicht, dass das wieder irgendeiner sagt, ja, ich mach das jetzt. Ja. Tja. Bin ich bei dir. Also, ist eigentlich schon lang überfällig. Ja. Schauen wir mal. Aber ich sehe das auch irgendwie, ich weiß nicht, das scheint auch irgendwie eine verlorene Geschichte zu sein. Ja. Wo sich keiner drüber traut. Ja. Ja, dann, ich gehe dann direkt zum Gadget-Pick weiter. Jawohl, dann sind wir bei den Gadget-Picks. Und zwar, das Retroid Pocket haben wir schon mal gehabt. Das gibt es jetzt auch als Mini-Variante. Retroid. Das ist da läuft Android drauf und du kannst alle möglichen Emulatoren dann drauf tun. Ah, cool, ja. Das sind halt so, ich finde es eigentlich cool, hat dann, was weiß ich, was hat das für ein Prozessor? Das hat ein, das hat sogar ein Snapdragon drin. Mhm. Hat eigentlich, glaube ich, das hat sogar, glaube ich, jetzt ein, warte mal, das glaube ich hat sogar ein OLED-Display. Mhm. Warte mal. Ja, AMOLED, ja. Ja, hat sogar ein AMOLED-Display. 8 GB RAM. Für 3,7 Zoll eine Auflösung von 1280x960. Mhm. Was schon gut ist. Mhm. Eben 6 GB RAM. 4000 mAh Akku. Also dick, also wenn man wirklich so Retro-Spiele mag und das mobil benutzen möchte, könnte es schon ziemlich geil sein. Puh, hat aber einen stolzen Preis, sage ich. Ja klar, ich meine, du zahlst natürlich, die Komponenten musst du bezahlen. Ja.
Ja, da stellt sich bei mir noch fast. Also, zuerst hätte ja auch immer gedacht, ja, eigentlich cooles Gadget, wenn das für unter $100 zu haben ist, wäre es eigentlich nicht schlecht und ganz nett und. Also für unter $100, wenn du es kriegst, ist es eigentlich, da musst du es kaufen. Da musst du es kaufen. Für $219 finde ich es ein bisschen overpriced. 199, oder? $219 ist da, also auf der getgoretroid.com Webseite. Ach Pocket so, 5. bei mir steht $199. Witzig. Du bist beim Retroid Pocket Mini, oder? Ah, du hast den großen angeklickt, ja, der ist 219, das stimmt, ja. Ah, okay. Ist aber wurscht, ich meine, es sind jetzt 20 Euro Unterschied. Ja, Das sind jetzt macht das, also ich das macht. stelle es einen Vergleich zu einem Steam Deck. Mit dem kannst du nämlich genau dasselbe machen. Das Das stimmt kostet, natürlich, das. mit dem kannst du Das. dasselbe machen und mehr. Und das kostet Das. halt ein Ich weiß, bisschen das mehr, ist. aber. Es kostet mehr. Es ist halt die. Es ist halt eher, du musst das mögen. Also das ist halt rein als Retro-Game. Es ist eine reine Retro-Gaming-Konsole. Ja, genau, ja. Wenn du es für das nutzen willst, ist es perfekt. Also da wirst du sehr, sehr viel Freude damit haben. Ja, das ist halt das. Also das. Ja, ich habe sowas in die Richtung ja schon einmal gehabt, also deutlich schwächer ausgestattet mit einem schwächeren Display und auch eher mit einem so einem einfachen Prozessor, der drauf war. Das hat schon Spaß gemacht, warum nicht? Sicher. Wäre was für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin. Ich glaube, wir haben schon einmal drüber Wenn, diskutiert. ja, so, wenn man sowas mag, Wobei und sagt, ja. sagen muss, der Retroid Pocket 4 liest sich auch recht gut. Na, der hat A. Was hat er denn drin? Ein A78 Arm. Also, das steht jetzt nicht drauf. Ob das ein Snapdragon ist, steht da jetzt zwar nicht dabei. Aber es ist Ja, aber zumindest der es ist halt ARM-Prozessor so, mit einer Mali-CPU. wenn du jetzt das Pro-Modell nimmst, bist du halt auch schon bei $185. Naja, stimmt, ja. Und dann kannst du halt schon überlegen, ja gut, dann kannst du aber gleich die Naja, gut, anderen. aber wenn ich da es ist einfacher nur in RP4 nehme, dann bin ich auf Ja, der ist 135 halt, Dollar. gell. Der ist halt da ein bisschen schwächer. Ja, der hat halt alle Android 11 drauf. Da steht 13. Ah, Na, N das ist der 11, Pro. ja. 13, ja. Also da machst du dann natürlich wieder Abstriche. Ah, okay, der hat nur zwei Cortex A78 Ja. Performance-Kerne. Ja. Ja, wobei da NES, SNES, Sega, Mame und so weiter, alles funktioniert. Also von dem her, der Ja, Prozessor. BSB kennt halt schon wieder spannend PSP, werden. Nintendo 64 könnte noch schon spannend werden, ja. Also wenn das, dann würde ich eher wirklich gleich die neueren Modelle Ja. nehmen, wenn das an. Wenn du sagst, ich will eins für alles haben, würde ich die gleich die neueren, würde ich Genau, gleich das ja. neuere nehmen. Na cool, Also ja. musst natürlich einen Einsatzzweck dafür haben und du Ja. musst halt sehr auf Retro-Spiele stehen. Ja. Man, was mit den Neuerscheinungen das nicht so schwer macht, dass man auf Retro-Spiele steht. Ja. Ja, dann könnte es wirklich was sein. Cool. So, warte, ich kopiere das jetzt rein ins Slack. Den habe ich schon. Eieieiei. Aber du kannst die Webseite noch eine kopieren. Dann haben wir Ja, ich der. kopiere dein Gadget-Pick jetzt rein. Ach so, na, ich habe mal die Retroid Den Webseite. hast du schon. Ich kopiere jetzt deins rein. Ja, ich hab. Ja, passt. Ich bin schneller. Also, ich habe jetzt noch die Retroid-Webseite eingetan. Oh ja. Das Best Party. ist ein interessantes Video für alle, die sich möglicherweise überlegen, ich bräuchte eigentlich einen kleinen Computer. Ich habe Monitore daheim, ich brauche kein riesen Gehäuse, mir reicht ein kleines Gerät, das ich mir unter Monitor stellen kann. Aber das sollte vielleicht flott sein, modern sein und alle meine Ansprüche erfüllen. Dem würde ich das Video nahelegen. Da hat Elevated Systems den neuen Mac Mini in der günstigsten Einstiegsvariante und die ist bei uns, was kostet bei uns 600 Euro? 700 Euro, glaube ich.
antreten lassen gegen ähnlich gut ausgestattete beziehungsweise ja ähnlich gut ausgestattete Mini-PCs von mit Intel und AMD-Chips drinnen. Dazu sagen muss man, dass der Mini preislich der zweitgünstigste war. Und der hat halt dem Ganzen einen Test unterzogen, Benchmarks gemacht, Energieeffizienz bewertet, Performance pro Watt. Und ja, das Ergebnis ist beeindruckend, sagen wir es mal so. Also der Mac Mini in der kleinsten Ausstattungsvariante, und der hat nur 16 GB RAM und 256 GB SSD, schlockt die hochgezüchteten Intel und AMD Prozessoren und Grafikeinheiten um teilweise um Längen. Das Ding ist sowieso, ich meine, das ist also preis-leistungstechnisch ist der unschlagbar im Moment. Ja, und es ist echt schwer, das geht auch schwer von der Zunge zu sagen, dass Apple ein Gerät vorstellt, was ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Man muss natürlich beachten, wenn man bei dem Gerät auf die 1 Terabyte SSD wechselt, kostet es halt klar mal 500 Euro mehr. Aber das Ding hat hinten Thunderbolt. Du kannst da deine Foto-Library, du steckst eine externe M2 SSD an, du kannst deine Foto-Library auf die mappen und fertig. Da das eh ein stationärer Computer ist, ist es ja vollkommen egal, wo deine Daten liegen. Das ist richtig, ja. Von dem her, und die 16 GB RAM, die reichen für alle Anwendungsfälle momentan und in den nächsten Jahren ohne weiteres aus. Ja, und selbst wenn du dir das aufrüstest, ist das nur immer verdammt günstig für das, was du dann kriegst. Ja, genau. Also, weil dann kriegst du eh schon einen M4 Pro und nachher eigentlich hast du eh kein Problem mehr. Genau. Du, also, es ist echt unglaublich, dass, ja, wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kennt man von Apple so selten. Ja, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kennt man bei Apple schon, aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis plus Einstiegssegment hört man eher selten in der Kombination. Ja, ja, und plus gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für dich als Kundschaft. Für sie ist es immer gut. Ja, ja, das schaut es sowieso. Also für Apple ist es immer gut. Ja, also es ist echt ein beeindruckend flottes Gerät, offensichtlich. Also die Benchmarks, kleiner Disclaimer, und er erwähnt es auch im Video, die Grafikeinheit wäre per se super schnell für Spiele und viele Spiele laufen auch problemlos darauf, nur es wäre sogar mehr möglich. Das Problem ist halt die Softwareunterstützung, zum Beispiel, dass der Mac Mini nur ist FSR 1 von AMD nutzen kann, also fürs Upscaling. Die Apple Devices, die AMD-Prozessoren mit AMD-Grafikeinheiten, die unterstützen halt schon FSR 2 und FSR 3 und sind halt nochmal deutlich schöner und schneller. Aber die grundsätzliche Grafikleistung wäre da. Das Softwareangebot ist halt alles noch ein bisschen schwierig. Generell, dass die Spiele schlecht für Mac optimiert sind, macOS optimiert sind. Und generell, dass das Spieleangebot für macOS halt eher mau ist. Und ich sehe es ja bei mir in der Steam-Bibliothek, sobald ich den Filter einstelle für Mac, sag es mir nur noch wird's 20% dünn, der Titel dünn, an. Ja. Wird es dünn, allerdings, wenn es läuft, dann läuft es. Ja, genau. Also selbst mit meinem M1 Pro, das rennt. Ja, genau. Also dann gibt es da, also da gibt es dann gar nichts mehr. Also da ist, ja, das ist dann. Also jeder, der hat die Überlegung hat, okay, ich habe alltägliche Aufgaben, ich mache hin und wieder ein bisschen hobbymäßig ein bisschen Videoschnitt oder ein bisschen also Audiobearbeitung. So mit dem Ding kannst du richtig Videoschnitt machen und da wärst kein Problem haben. Dann würde ich halt auf 32 GB RAM aufrüsten. Genau, das würde ich auch noch machen, aber muss man halt in sauren Apfel beißen und halt den unsinnigen Apple-Speicheraufpreis zahlen. Aber dann, ja.
ist das das perfekte Gerät. Das Kleine, der ist so groß wie, keine Ahnung, 4 Zigarettenschachteln. Falls das jemandem heutzutage noch ein Begriff ist, was eine Zigarettenschachtel ist. Na, wir machen auch keine Werbung für Zigarettenschachteln. Für Zigarettenschachteln können wir wohl Werbung machen, nur nicht für Zigaretten. Na, Und wir machen auch für Zigarettenschachteln Werbung. ich mache ja keine Werbung, es war nur ein Vergleichsobjekt. Jedenfalls leistungsmäßig offensichtlich top. Da bleibt gar nicht mehr zu sagen. Na, kann ich schon nicht mehr sagen. Das ist da. Das ist wirklich. Also, Das ist. also natürlich muss man jetzt noch weitere Tests und Benchmarks abwarten, wobei er das eh schön erklärt hat, wie er es gemacht hat und welche Benchmarks das er gemacht hat. Er ist eh sehr extrem ins Detail gegangen. Und man muss sagen, also der M4, also für den Preis, Hammer. Also sogar die so einfache der Office-Produktivitätsbenchmark. Da ist der einfach 10% schneller als der flotteste Mini-PC mit einem Intel. Photoshop 10 bis 20% schneller. Ja. Rendern. Ah, also After Effects und solche Sachen. Videos aus den Rendern. Also, ja. Ja, cooles Ding. Ich habe leider keinen Anwendungsfall dafür. Ich habe ein Notebook mit Dock. Ich brauche keinen weiteren PC in mein Fuhrpark. Gut. So, wir stehen bei 1 Stunde 36. Alexander, die Frage. Schieben wir die Themen in die nächste Sendung oder Nein, willst du nein, noch ein nein, paar die machen Minuten? die, die ziehen, das ziehen wir jetzt durch. Du warst, ich wollte nur sagen, du warst der, der sagt, kürzer, in der Kürze liegt die Würze. Ja, passt schon. Scheiß drauf. Okay. Das geht eh schnell. Ich finde es aber relativ. Das ist echt faszinierend. Und zwar, sie schaffen es. Man weiß ja, dass so Surfer und so Surfboards und Surfer auf Surfboards gerne von Haien angegriffen werden, weil sie sie mit Robben oder Beutetieren verwechseln. Essen auf Rädern, ja. Na, Essen auf Brettern. Stimmt, ja. Aber ja, also es ist so, und jetzt haben sich Forscher was von Natur, von einem bestimmten Fisch abgeschaut. Und zwar, wenn du auf der Unterseite von diesem Brett LEDs anbringst, so LED-Streifen, zerstörst du das Muster. Das heißt, dann wird es in so ganz kleine Happen geteilt und der Hai erkennt es dann nicht mehr als Robbe oder was halt immer als Beutetier. Das muss aber eine bestimmte Helligkeit haben, sonst klappt das nicht. Und dadurch ist der, das macht der Bootsmannfisch, macht das so. Und das nennt sich ein Counter Illumination. Und dadurch erhofft man sich jetzt an, dass das wieder so eine Tarnkappe wirkt. Und da werden jetzt unterschiedliche Anordnungen getestet. Und ja, das könnte dann wirklich in Surfbretter quasi Einzug finden. Die haben Leuchtorgane, okay. Ich meine jetzt den Bootsmannfisch, okay. Genau, ja, der Bootsmannfisch kann Licht erzeugen und nutzt es damit als Tarnfunktion. Cool, das ist geil. Jetzt mal. Eigentlich sehr einfach. Ja, sicher. Und wenn das wirklich funktioniert. Technisch jetzt auch nicht die große Herausforderung, da Na, LEDs und LEDs dann sind ja Haken zu verbauen. heutzutage, das ist ja komplette Standardtechnik. Ja. Also das kannst du ja fix fertig kaufen. Man, wie die da jetzt sind, ich weiß nicht genau, wie sie die jetzt da antreiben. Wahrscheinlich mit einem Akku nehme ich an. Wahrscheinlich, ja. Der muss halt dann wassergeschützt sein, okay, Ja. das ist alles. Ja, ich meine, okay, aber das ist ein relativ kleines Opfer, glaube ich, jetzt, wenn Surfer bist, dass das einfach ansteckst und dann sagst, okay, das funktioniert dann für mehrere Stunden. Also Cool. ich glaube, das ist wesentlich besser Stressig zu werden. als zu sagen, okay, den Holzfuß habe ich mir hart erarbeitet.
Ja, also wenn das wirklich funktioniert, verblüffend. Simpel und cool. Dann kommen wir zu den Spaß-Picks. Und zwar, die Nachricht hat mich zuerst einmal zu mir mal irritiert und dann hat sie mich erfreut. Kennst du Infowars? Ja, da habe ich lachen müssen. Ich kenne Infowars noch ein bisschen so aus meiner Jugend, weil das hat sich so ab Ende der 90er, Anfang der 2000er war das ja recht im Internet so die Anlaufstelle für Verschwörungstheorien und ich im jungen Alter war halt auch jetzt kein Anhänger von Verschwörungstheorien oder sowas, aber habe sowas ja immer interessant gefunden zu lesen. Mittlerweile schaffe ich das ja einfach nicht mehr, weil es einfach nur noch Ich hab das konfus schon ist. als junger Mensch nie anziehen gefunden. Ich finde es schon interessant zu lesen, was sich Na, so ich habe Menschen so ausdenken. Und damals war es auch vielleicht so noch gar nicht so, dass man gemeint hat, das sind Verschwörungstheorien oder so, sondern eher das, ah, da hat man ja noch als junger Mensch so ein bisschen das, die da oben lügen uns an. Okay, ja, die da oben lügen uns eh immer an, aber das nennt sich halt normale Regierungsarbeit und Demokratie. Aber es war halt auf eine oder andere Weise war Infowars anziehend, aber das war halt ein kurzer Zeitraum, vielleicht ein Jahr oder wenn nie wirklich. Und das gehört hatte dem Alex Jones gehört, das ist ja der noch irrere Verschwörungstheoretiker-Typ. Ich weiß nicht, ist der jetzt im Trump-Apparat enthalten drinnen? Was ist eigentlich ich mit weiß dem? es nicht. Keine, also ich weiß nicht, der ist irgendwann, ist das halt Der ist irgendwann verklagt worden, weil er gesagt hat, auf, der hat relativ hohen Schadensersatz leisten müssen. Das ja, war eigentlich eine unbezahlbare Summe. 1,5 Milliarden Dollar Ja. ist er verklagt worden, weil er gesagt hat, nach einem Mass-Shooting an einer Schule, dass das nie stattgefunden hat und dass es so eine Regierungsverschwörung ist, Genau. haben die Familien, die ihre Kinder da verloren haben oder Angehörigen verloren haben, verklagt und zwar auf 1,5 Milliarden und er ist verurteilt worden. Jedenfalls, Infowars ist jetzt gekauft worden von einer Plattform, die tatsächlich für richtige Nachrichten verantwortlich ist, nämlich von The Onion. Das ist eine Satire-Seite. Genau, ja, klar, das hätte ich auch gemacht, wenn ich es so günstig kriege. Und The Onion ist eine Satire-Seite und die haben jetzt Großes vor mit Infowars. Die machen jetzt draus eine Persiflage auf Infowars selbst. Also sie wollen die Satire einfach auf die Spitze treiben. Das wäre eigentlich so, als würde die Tagespresse Express kaufen. Express kaufen. Genau. Oder Ö24. So in etwa, ja. Ja. Geiler Stunt. Also hammermäßig. Find ich super. Ja, das ist okay. Also, wenn der Postillon jetzt noch Bild kauft und die Tagespresse Ö24 und Express, dann Wird's steuern wir wieder auf lustig. schönere Zeiten zu. Mein nächster Tipp geht ganz schnell. Und zwar, wenn jemand einen neuen Mac Mini hat oder irgendein Mac und sich fragt, da hat es ja mal früher so eine Funktion gegeben, dass der sich zu einer gewissen Zeit automatisch aus- oder einschaltet. Das hat es einmal gegeben. Mittlerweile musst du es halt übers Terminal machen, aber es geht. Also du kannst einstellen, dass sich dein Mac automatisch zu einem bestimmten, also du kannst einstellen, zu welchem Wochentag er das machen soll. Das ist da alles schön erklärt in den Verge-Artikel, wie du das machen kannst, dass der sich automatisch ein- oder automatisch ausschaltet. Okay. Ich kenne das nur, dass man das im BIOS sonst immer, also bei PCs kann man es teilweise im BIOS machen. Ja, das war mal. Eigentlich hat das Mac einmal drin gehabt. Ich verstehe ja nicht, warum man sowas generell aus Einstellungen rausnimmt, weil das ist generell eine nützliche Funktion. Aber bitte, muss ich hier nicht verstehen. Okay. Ja, ich verstehe jetzt nicht, wo das nützlich ist. Naja, schaltest du deinen Computer am Abend nicht aus? Na.
Also ich schalte mein Computer immer aus. Also mein Gaming-PC schalte ich aus, ja. Ja, na, ich sehe gar keinen Sinn drin, mein MacBook über Nacht laufen zu lassen. Ich sehe aber auch keinen Sinn da drin, das runterzufahren. Doch, weil es wissen dann quasi, ich weiß zwar, dass es einen Standby-Modus gibt, aber ich denke mal, ich schalte es lieber aus. Also was ich mache, ich will es jetzt nicht demonstrieren, weil sonst ist die Aufnahme im Arsch. Bitte. Entweder klappe ich es zu oder ich stelle es auf Lock und ich drücke auf mein Home Assistant den Knopf, dass die Stromversorgung gecancelt wird. Dann braucht es keinen Ja. Strom und das MacBook ist im Standby und braucht keinen Strom. Genau, ja, ich mache so, ich schalte das Ding einfach aus und Na. schalte die Steckdose aus. Also MacBook schalte ich nur in den, also Neustart oder Ausschalten ist nur unter Nein, bestimmten also ich weiß Bedingungen. nicht, Keine Ahnung, jetzt irgendwie. vor einer Podcast-Aufnahme zum Beispiel. Da startet es einmal komplett neu durch. Also keine Ahnung, für mich ist das so normal, das ist so einfach so Routine, ich schalte es aus. Okay, na, das habe ich gar nicht mehr. Also und was ich dann tue, wenn ich jetzt in der Früh starte, schalte ich, hab da beim Fuß unten diese Steckdosenleiste, drücke mit dem Fuß drauf und dann startet die Stromzufuhr und dann fährt sie Na. automatisch hoch. Na, ich hab das mehr oder weniger durchautomatisiert. Also sollte ich einmal vergessen, im Home Assistant einen Button zu drücken, dass meine Büroutensilien, meine Hardware ausgeht, und dann habe ich spätestens um 2 Uhr oder 1 Uhr nachts einen Timer, der nachher alles abschaltet. Okay, ja. Weil das sind so die Zeiten, wo ich im Normalfall nicht mehr dran arbeite. Und sollte da der Strom ausgehen und ich dran arbeite, wäre es wurscht, weil ich eh auf Akku dann laufen könnte. Und dann Ja, schalte ich eh, halt wieder aber. ein. Eh, na, ich mach das einfach generell, ich schalte Okay, das einfach aus. na, nie. Also, wenn das jemand braucht, das gibt's für Mac. Okay, cool. Dann. Man, beim Mac Mini würde ich es verstehen, weil dann brauchst du zumindest den nicht so komisch hochklappen. Genau. Dann habe ich noch einen letzten Gut. Pick, und zwar Godzilla wird 70. Ist jetzt eine Verlinkung auf einen Golem-Artikel, der halt einmal die historische Abhandlung zu Godzilla macht. Also die Filme, die ersten Anfänge und so weiter und so fort. Auf alle Fälle interessant zu lesen und daher ein Lesepick. Gut, ich habe eigentlich auch einen Lesepick, das aber gleichzeitig ein Witz in sich ist. Der Elon Musk Chatbot heißt ja Grok und der ist ja von Elon so verkündet worden, das ist der Verkünder der Wahrheit. Und der nimmt kein Blatt vor den Mund. Grok hat jetzt aber Musk beschuldigt, falsche Informationen im großen Stil zu verbreiten. Auf Nachfrage. So, jetzt ist die Frage, was, also jetzt hat eigentlich der Chatbot die Wahrheit gesagt. Also Grok geht dann ins Detail und erklärt, dass die Musks Post im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl, die waren irreführend oder falsche Behauptungen. Und das haben die beinhaltet. Die gesammelten Beweise aus Nachrichtenanalysen, Forschungsberichten und Social Media Posts deuten darauf hin, dass Elon Musk tatsächlich ein Verbreiter von Fehlinformationen war und über seine Plattform und seinen persönlichen Einfluss Milliarden von Menschen beeinflusst hat. Das hat Grok gesagt. Dann. Witzig, oder? Der Elon Musk, ich habe es ja halt schon erwähnt, er ist halt einfach ein extrem schlaues Kerlchen. Er ist halt. Ja, er hat sich jetzt quasi, er hat sowas Gescheites gebaut, dass das ihn selber entlarvt hat. Ja. Gut. Na, nun wenigstens noch mit einer schönen Nachricht am Ende. Genau, ja. Und Na damit dann. ist die Folge fertig. Damit ist die Folge fertig. Wir bedanken uns fürs Zuhören, Zuschauen, Mitlachen, Mitweinen, was auch immer. Und freuen uns auf die nächste Folge nächste Woche. Dann Genau. Ausgabe 97. Und Genau. Ciao. ciao.